So, heute ist der zweite Tag. Also, hallo liebe Leute, heute ist Dienstag, der 8.12. Wir standen jetzt in Aalen am Spritzerhausplatz bei Kaffee Schieber, da komme ich gleich da dazu. Was gestern ja phänomenal war, wir haben gestern ja über 35 Euro gesammelt. Also eine sensationelle Zahl, muss ich sagen, also fast besser wie ein Herz für Kinder oder so, gell? Aber wir waren richtig glücklich. Wir müssen heute, Stefan, mindestens auf 40 kommen, gell? Das ist Pflicht. So, der Wolfgang Schieber hat sich bereit erklärt. Wolfgang, kommen wir mal zur Osterhanne her. Der Wolfgang Schieber hat sich bereit erklärt, heute den Startplatz zu kaufen. Also der Startplatz kostet mittlerweile 5 Euro, steigert sich aber täglich. Und hier nehmen wir den kleinen Ei. Also jetzt haben wir gleich mal 5 verlängert. Ist super, das? Ja, finde ich richtig toll. Das ist herrlich. Aber ich glaube, Wolfgang, du magst noch geschwind auch noch eine kleine Geschichte erzählen. Ja, es geht ja um den Christbaum und um den Weihnachtsbaum am Marktplatz. Wir haben ja wenigstens jetzt wieder einen Ständer. Der Baum selber ist ja gar nicht so schlecht. Wir können vielleicht noch ein bisschen gerade nachstellen. Und vom Schmücken her hat er ein paar Lichter dran, aber das war es dann halt auch. Und es wäre halt toll, wenn der einfach viel weihnachtlicher aussieht. Prachtvoll geschmückt. Ja, kannst ruhig auch verschwätzen, haben wir richtig. Und wir haben halt auch hier Gemeinde schon im Osthalbkreis, da muss man gar nicht so weit gehen, bis die Hüttlinger zum Beispiel oder der Elwanger, die haben wunderbare Weim, die richtig viel Licht dran haben. Ja. Und mehr geht natürlich immer. Ja. Aber ich würde es begrüßen, wenn man sowas machen würde wie beim 1. Mai. Da gibt es die Maibäume, da gibt es einen Maibaumwettbewerb und ich möchte einen Weihnachtsbaumwettbewerb super der Idee. Gemeinden hier super. Im Osthalbkreis und dann kann man auch den prämieren, wir können den nächstes Jahr dann loben, ja, da gibt es einen Schnaps oder einen Glühwein da drin, sehr da kann man Idee. Richtig was Tolles draus machen. Das finde ich richtig cool. Das sollte man eigentlich für nächstes Jahr in Angriff nehmen. Genau, dahinter auch dann die Alkoholiker was. Also, Kinderpunsch gibt es natürlich auch. Natürlich, super. Also, wir gehen gleich los. Ja, ich wünsche euch viel Glück. Ich danke dir. Ja. 5 haben wir schon drin, dahinter sind sie. Du kannst dich drauf verlassen und wenn es die Stadt nicht annimmt, gibt es einen guten Zweck für Kinder. Na, spielen wir es halt. Ah, ja, so machen wir es. Alles klar. Also bis dann. Tschüss. Und wir laufen und suchen uns Opfer. Auf geht's. Suchen wir uns mal jemand. Ja, ich bin fit. Spritzerhausplatz, aber hinten sehe ich 2 Hütte. Ja. Da kenne ich einen vielleicht. Da holen wir was. Da gibt es was. Mal gucken, ob der Piet da ist. Der Piet. Ich glaube, wir hören schon. Ja, da geht auch nicht an. Piet ist da. Baba, super. Ja, hallo. Ja, hallo hier miteinander. So, was machst du denn? Ja, wir wollen spenden. Ich bin auch mal wieder in Aalen. Ja, das. Mal wieder, du weißt. Und wo bin ich beim. Piet, und jetzt muss ich auch zum Piet geschwind. Ja, und dann ich will aber nicht irgendwo leid. Aber das ist alles Aufzeichnung. Nein, das kommt heute Abend in der Tagesschau. Piet, ja, essen unter. Essen unter, der Piet, der muss erst nah essen. Ja. Ja. Ja, das ist wichtig. Piet, grüß dich. Hier ist wieder der Nörgler, gell, aus Aalen. Wir machen gerade eine Spendeaktion. Du kennst den Baum ganz oben am Marktplatz. Was meinst du? Hätte er mehr verdient, oder? Naja gut, so wie meiner halt. Man könnte schon ein bisschen mehr machen. Der leuchtet auch daheim am Spritzerhausplatz, oder? Ja, ja. Aber man könnte mehr machen. Ja, man könnte schon mehr machen. Man könnte mehr machen. Na, würde ich sagen, da ist die Beteiliger mit einer ganz klitzekleinen Spende, 50 Cent, reicht schon. Ja? Und die Tage kannst du hier den Startplatz kaufen für ein paar Euro. Ja, darf also. Ich auch 5 Euro geben? Das ist, die, ich sage ja, die Arlemer, das glaubst du nicht, Haus, nein. Ich danke dir. Mensch, das, also, das ist hervorragend. Also Leute, kommen hierher zum Glühweinstand. Ja, gerne, zum Piet. Genau, zum Piet, der Original, das ist ja das Original. Ich weiß ja nicht, was beschlossen wird die nächsten Tage. Könnte ja durchaus sein, dass wir dann auch zumachen müssen. Wir drücken die Daumen, dass ja, es nicht so ist. Genau. Also vielen Dank. Jetzt sagst du heute noch einen Gruß. Ja. Jawohl, werde ich ausrichten. Ich wünsche was. Also, ciao. Tschüss. Ich gleich 2 Opfer nochmal. Das ist selbstverständlich. Ganz, aber die Ordnung, die sind ja Weltspitze. Da müssen wir geschwind abladen.
Habt ihr vielleicht irgendwie... Was ist das jetzt eigentlich, wenn ich mal so am Marktplatz ist da so ein Christbaum. Und den wollen wir verschönern, weil die alle mal hin verdient. Na? Also, bleibt mir kommen die auf uns zum Also so viel gebe ich nicht. Ich bin ja nicht mehr allem. Ist ja der Hammer. Also, aber dann will ich einen gescheiten Weihnachtsbaum sehen. Ja, das kommt auf der Bürgermeister oder auf der OB drauf an, oder? Ja, das wird der OB, das Geld kriegt der OB, okay. Wenn er es nicht annimmt, weil er Angst hat vielleicht. Also, ja, er weiß nicht, was er machen soll mit dem Geld. Ja. Da gibt es eine Aktion für Kinder. Gut, das ist auch nicht schlecht. Ja, und das wäre mir lieber. Ja. Ja, der Piet sagt auch, der Hanna, da müssen wir auch was machen. Ja. Der sieht ja richtig traurig aus, der Hanna. Da sind ja die oben gewesen und haben, weißt du, kommt eine Firma, hängt die Lichterkette rein. Ja. Dann sage ich zu mir, das schaut ein bisschen fad aus, sage ich zu dir. Traurig. Sag ich, hängt dir da nichts mehr rein? Er sagt, nee, die sind nur für die Lichterkette zuständig. Sage ich, das ist aber ein bisschen wenig. Man sagt, es wurden 120 Meter bestellt, es sind 120 Meter da drin, kannst du dir vorstellen. Wahnsinn. 120 Meter von diesem Band. Ja, so muss man es. Wenn das abends leuchtet, dann denkst du, das kann nicht wahr sein. Sollen wir das geschwind abmessen? Fünf. Auch die kleine Freude, wo man noch hat. Hast du Leute da, dann kannst du laufen, dann messen wir es ab. Ja, nur weißt du, der Punkt, das war ja eine externe Firma, die da kam, und keine Ahnung woher. Schick. Mit Arbeitsklamotten, Hebebühne dabei. Ah, ja? Und dann haben die das gemacht. Die sind nicht von allen gewesen. Die waren von keine Ahnung woher. Alles wieder vergeben. Ja. Keine eigenen Leute. Und dann sagen sie mir, das ist 120 Meter oder 110 Meter. Wir regeln hier auf Stefan-Live. Ja, kann man das dann heute Abend anschauen. Einschalten. Und... Okay, alles klar. Jo, dann geh. Ja, ciao. Also, heute Abend könnt ihr es dann hier sehen. Okay, Stefan-Live. Okay, alles klar. Okay, dann okay. Geh. Tschüss. Okay. Ja. Boah. Guter Auftakt. Ja gut, nach 30 Stunden müssen wir fertig sein. Richtig. Ja, so. Gut Appetit, gell? Gute. Danke. Okay. So, aber wahnsinnig Leute, gell? Wahnsinn. Ja, ja. Du musst so durchkämpfen. Ja. Das ist unwahrscheinlich. Ja. Naja, müssen wir mal gucken. Den längst vor der Grippewelle. Ich habe zwei Opfer. Ah, hat zwei Opfer gefunden? Gut. So. Jetzt folgen wir mal unauffällig. Hallo. Hoppala, oh, die Nase fällt weg. Oh je. Die Nase. Leid. Das ist ein Christbaum, der steht am Marktplatz. Ja. Der in Hüttling. Können wir den nicht ein bisschen? Schöner Mann. Hättet ihr einen Vorschlag? Wie fahren einen Vorschlag? Was haben wir denn zum Essen heute? Ah, ja, so Asia-Buchse zum Asia. Ja. Oder eine kleine Spende vielleicht, so 50 Euro. Ja, dann spende mal. Ah, ich glaube, ich spende. Sonst geht's gut. Wenn jetzt sie auch spenden? Nein, danke, ja. Es geht. Ja, dafür gibt es natürlich auch einen Vorschlag, wo man äußern darf. Vielleicht wird es umgesetzt. Ja, also wenn das Geld, wir machen das jetzt fast täglich, wenn das Geld nicht angenommen wird vom OB, dass der Baum schöner wird, dann kriegt es irgendeine Kindereinrichtung. Aber ihr kennt mich. Macht es. Jo, alles klar. Juhu. Auf tschüss, Stefan. Jo, tschüss. Wir müssen die nächste suchen. Wir haben Arbeit. Ich wüsste, dass das Spendesammler so Arbeit macht. Ne? Ja. Wahnsinn, da muss der richtig arbeiten. Aber da sind die Politiker doch ein besserer Job, oder? Ja, die Politiker haben es da ruhiger, aber wir finden bestimmt heute noch einen Prominenten. Ja? So wie also gestern. Zwei haben wir ja schon gehabt. Zwei haben wir ja gehabt, der Wolfgang Schieber. Servus. Hi. Ja. Willst du spenden? Für einen schönen Christbaum.
Ein schöner Christbaum? Ja. Ja, ja, am Marktplatz. Der ist in Hüttlingen. Ja, sieht geil aus. Ja, groß mit der Kleine. Ei, Dankeschön. So, geil. Vielen Dank. Und ansonsten, wenn das Geld von der Stadt nicht aufgenommen wird, Kindereinrichtung irgendwas. Sehr gut. Gell? Ich wünsche dir was. Idee. Mach's gut. Tschüss, heute Abend zu sehen hier unter stefan-live.de. Oh, prima. Ja. Okay, ja, danke, alles klar, danke, dann geht's. Ciao. Halt, au, da. So, da hat seine Frau Eilig. Jawohl. Ist gut. Hallo. So, und dann gehen wir da Hanne durch. Komm. Wir kommen langsam ans Ziel. So. Ja. Kommen wir gleich an den Marktplatz. Aber ist schon gut angegangen. Das hat absolut haben wir heute. Absolute Auftakt. Ja. Und unsere Notarin haben wir ja auch, gell? Drüben in der Würstelsbude. Jawohl. Die wird dann. Oh, ich weiß noch was. Da haben wir beim T4U kommen wir auch noch rein. Super. Ja. Mal sehen, ob er gerade neu ist. T4U. So. Etc. PP. Ist das der PP neu? Das ist der Kollege. Das ist der Kollege. Also, kennt ihr nicht. Jetzt kommen wir langsam. Ja. Ist gut. So. So. So, jetzt sind wir wieder am Ort von gestern angelangt. Jetzt sind wir wieder am Platz. Ja. An dem, schon mal aufnehmen noch an mal. Dem schönen, schönen Baum. Ja. Oh. Ohne große Beschmückung. Ich habe ein Opfer. Jetzt hat er wieder ihn gefunden. Ich habe ein Opfer. Wir zwei haben Geld ohne Ende. Hallo, mein Bruder. Hallo. Wir sind dabei, der Weihnachtsbaum ein bisschen zu verschönern. Vielleicht habt ihr auch einen Vorschlag, was man so in dem Weihnachtsbaum noch schöner könnte. Ja. Ostereier nochmal. Ostereier noch. Ja. Ostereier. Ah, das wäre doch echt mal eine coole Alternative. Dankeschön. Hallo. Super. Finde ich einen super Einfall. Anstatt eine Kugel mal Ostereier, die können wir dann auch gebrauchen. Alles klar, vielen Dank. Ich danke euch, gell? Macht's gut, gell? Macht's gut, schöne Weihnachten, wenn wir uns wieder sehen. Bis dahin, gell? Ja, ebenso, gell? Ciao, tschüss. Ist eigentlich die alte Chefin da von gestern? Ja, ich. Warum? Es gibt mehr so. Dann hätte ich gerne einen heißen Aperol. Anders. Anders. So. Ein Mann mit Hut, meinst du? Ein Mann mit Hut, oho. Der hätte sie auch spenden. Unwahrscheinlich. Es gibt so die und so die, aber hier. Jawohl. Hier habe ich zwei Opfer. Jawohl. Alles gut. Ist gut. Ohne Kamera. Ohne Kamera. Auch keiner. Okay. Also. Dann nehmen wir bloß den Baum auf. Nehmen wir bloß den Baum auf, okay. Achtung, das ist noch da. Das ist noch da. Also da machen wir das ohne Kamera. Ja, also, aber jetzt. So. Ist gut. Das sind zwei lustige. Ja. Ja. Wie findet ihr eigentlich den Weihnachtsbaum? Den Baum. Einwandfrei wirklich. Jetzt war das jetzt. Doch schon. Ha? Was fällt da dran nur etwas oder ist der perfekt? Ein paar Glühweinflaschen. Oh, das wäre auch eine Idee. Ostereier haben wir jetzt, Glühweinflaschen haben wir. Alles. Oh, das ist eine coole Idee. So. Na, würde ich sagen, tätet ihr vielleicht auch ganz klitzekleiner. Plus, also wirklich, gell, keine 100 Euro, bitte. Gell? Ah. Boah. Wenn das Geld die Stadt nicht nimmt, dann muss man es einen guten Zweck finden. Gell? Das hört sich gut an. Das machen wir. Ja. Hier, der Stadtrest, wir können das heute Abend anschauen. Heute Abend können wir mal gucken. Das heißt, dann online. Oh, so. Alles klar. Gut. Also, ich wünsche euch was. Jo. Vielen Dank. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Ciao. Ja. Ah ja, grüß dich. Ja, so, komm, schmeiß so. Da was rein für den schönen Baum. Neu. Ja, du bist halt auch immer so jung und nackig, wie du halt mal vor 30 Jahren warst. Da hast recht. Also jetzt pass auf, wir müssen richtig auf Jagd gehen, weil das sieht der Hanna und noch weniger aus wie gestern Abend, oder? Oh, jein. Dann müssen wir weiter gucken. Dann gucken wir weiter. Das ist zu viel Maske, da brauchst du gar nicht fragen, gell?
Da ist die Frau, die hat ein Essen dabei. Ja, dann sind zwei Junge. Zwei junge, hübsche Frauen. Oh. Die zwei Junge können wir geschwind abfangen. Nein, wir haben es ganz eilig. Okay. Ja, erst Weihnachten. Die haben ihren Weihnachtseinkauf noch nicht hinter sich. Leider. Ja, was machen wir jetzt? Den Herrn vielleicht fragen. Grüß Gott. Danke schön, Mann. Ja, danke ich sehr, wollte nur den Baum befragen, Sie befragen. Also weiter kommen wir müssen mal um die Kurve hier rum. Da sehe ich zwei Opfer. Jawohl. Grüß Gott. Ich will kein Opfer sein. Grüß Gott miteinander. Ja, es ist auch kein Opfer. Wir hätten mal eine Frage, was ihr so von dem schönen Christbaum haltet. Von dem? Ja. Also das ist er. Aber das die Wahrheit, ruhig die Wahrheit sagen. Der ist ein bisschen mickrig geschmückt, liebe Stadt Ahlen. Ja, herzlichen Dank. Ist der in Hüttlingen schöner? Boah, ja, Mann, sorry. Was? Auch nicht schöner? Doch, der in Hüttlingen ist schöner. Der ist schöner. Aber auch nur wegen dem Stern, wie hinkommt Stern. Ja, da muss der Stern das auf. Ist ein bisschen und mager. Und drüber hat es geheißen, Glühweinflasche nachhängen. Und zum Beispiel mal was anderes. Mal was anderes, ja. Habt ihr vielleicht sonst eine coole Idee, was man so ranhängen könnte? Wäre da irgendwo was? Decken für die Obdachlose, Schals für die Obdachlose. Ah, dann ist auch eine gute Idee. Das ist eine coole Idee. Zum Beispiel, wenn jemand friert, dann gibt es hier was, wo ihr niemand mehr braucht. Genau, Decken. Zum Beispiel. Ja, Decken und so weiter. Also wir den ja ein bisschen sammeln, der da doch vielleicht für Stadt, den Baum. Ja, bloß. Oh, nein, oder das ist schon heftig. Nicht für den Baum, sondern für einen besseren Baum. Ach, ja? Moment, ja. Oder für, sag mal, dein Sprüchle. Danke nochmal. Tibor. Alle verdient einen schöneren Baum. Ja. Ne? Ja. Und wenn der das nicht nimmt? Dann geben wir das an einen guten Zweck. Sehr schön. Was ist der gute Zweck? Irgendwas mit Kindern. Die können es brauchen. Die können immer alles brauchen. Ich kenne auch die ganze Geld bei Ihnen einlegen. No. Das ist meine letzte 2 Euro, die brauche ich noch. Also. Danke. Wenn es irgendwie, ja. Gell? Ja. Also ich bin auch immer dabei, dass ich mein Gläukuschbeck kriege, die 5er, äußerer, diese 2er, weil ich sage immer wieder, das macht bloß der Geldbeutel kaputt und dann neue Geldbeutel, die sind immer so teuer. Ja, das stimmt. Dann sagen wir recht schönen Dank. Vielen Dank. Schöne Weihnachten, wenn wir uns nicht mehr sehen. Gell? Ja, ebenso. Danke. Ja, und ihr könnt das heute Abend könnt ihr euch betrachten. Nee, bloß nicht. Nein. Im Fernsehen also, noch? Nein, das ist Internet, YouTube-Kanal bzw. Internetseite. Kein Problem, gerne. Ja. Jetzt seid ihr Megastars. Willst du vielleicht irgendwas sagen? Grüße gehen raus an alle. Super, toll, danke. Danke, ciao. Oh je. Kopf zogen, oder? Oh je. Da machen wir nichts. Nee. Da machen wir nichts, das ist gefährlich. Oder? Grüß Gott miteinander. Grüß Gott. Ja, jetzt schauen wir mal da hoch. So. Sieht fast aus, als du noch vom Ordnungsamt ist. Und das nicht vergessen, bitte. Ja, natürlich. 1,50 Meter Abstand. Die sind aber freundlich, gell? Ja, ja. Ja, ja. Der hätte eigentlich auch Spende können. Ja, kommt gerade wieder zurück. Ich weiß ja nicht. Sollen wir ihn fragen? Gaudi halber, komm, Gaudi halber. Dann schauen wir mal, wie die Leute so vom Ordnungsamt drauf sind. Wie gesagt, 1,50 Meter Abstand halten. Hallo, nochmal, schön. Will jetzt ja auch was nicht, spenden? Nicht, also. Will nicht drauf, okay. Alles gut. Hallo. Also, Ordnungsamt wollte nicht spenden, hat aber gesagt, wir müssen Maske aufsetzen. Ja. So. Ich hab doch meine Maske, dann sie ja auf. Ja. Sieht man das nicht? Ja, natürlich. Also. Aber da sieht man jetzt wieder, guck mal her, mal Maske aufsetzen. Aber dass ich die Maske mir verfreut bin, hat er nicht gefragt. Nein, hat er nicht gefragt. Ja. Oh, 1846 Heidenheim. Das letzte Spiel ist ja gewonnen. Wir sind ein Heidenheim. Ja. Heidenheim. Heidenheim und Ahlen. So. Das muss man sagen. Herrlich, gell. Hat ein wenig schlecht angefangen, aber ja. Jetzt kommt die Steigerung. Zweimal Tabellenführung geschlagen. Ja, zweimal. Auch, die Hamburg, die Fischköpfe und jetzt die Franken, die Franken, die Franken. Ja, 6 Mann sind weggegangen. Ja, und das waren die Eingespielten. Jawohl, ja.
Aber jetzt sind sie wieder. Was haben wir hier eigentlich von dem, jetzt muss ich bloß mit meiner Arbeit noch, die haben doch kein Zeit gehabt. Ja, aber ich sag, wo sind denn die Alner? Die finde ich gar nicht mehr in der Zeitung. Die sind jetzt langsam ganz unten. Regionalliga. Geht es immer noch weiter runter? Leider. Darf ich fragen, was haltet ihr von dem Orlomer Weihnachtsbaum als Heideheimer? Ja. Oh. Ja, das sagt alles. Hättet ihr trotzdem als Heideheimer 50 Cent reinschmeißen für eine Spende? Als Heideheimer, als... ihr habt es gewusst. Ich bin ja selber Heideheimer. Der Heideheimer macht also Unterstützungshilfe für Aalen. Finde ich ja richtig cool. Melvinstädter, herzlichen Dank. Ich wünsche euch einen angenehmen Aufenthalt in der Regionalliga-Stadt und euch noch der Aufstieg in die erste Liga. Das haben wir ja verpasst. Ich kenne den Holger, der gibt erst auf, wenn er ganz oben ist. Ja. Gell? Ich wünsche euch was. Ja, gut. Ciao. Mensch, die so. Hast du gesehen? Ja. Heideheimer. Heideheimer geben wir Unterstützung für Aalen. Finde ich ja richtig cool. So, das sind zwei nette, hübsche Frauen. Da fällt mir schon die Nase nach. Moment. Das ist schon beim H&M. Ja. Hallo. Wenn die wüssten, dass ihr mit 10 Cent jemanden glücklich machen könntet. Ja, ich sehe halt auch keinen Bekannter, weißt du? Ja. Kein Bekannter. Also da drehen wir jetzt wieder. Da haben wir leicht. Wieder um? Leicht um. Und gucken wieder Richtung Baum. Okay, Moment. Aber wir sind noch nicht so weit. So. Jetzt. Vielleicht kann ich die Dame fragen. Entschuldigung. Ja. Oh, zunächst. Wir sind im Freier. Zeitung ist keine Zeitung. Was sagen Sie zu dem Weihnachtsbaum? Genau oben. Ja. Und der da von Nidlingen? Haben wir es wieder geschafft. Ich habe einmal eine Frage, wenn man jetzt bei euch, meine Frau, zum Einkaufen kommt. Ja. Darf sich die auch draußen umziehen? Aber draußen ist doch interessanter. Ja. Das wäre doch mal eine Geschäftsidee. Bei uns ziehen sich alle draußen um. Wer? Na, wer voll, hat die Frau. Mal fragt den, dass er 50 Euro einschmeißen muss. Ich guck, was wir in unserer Kaffeekasse. Ja, 50 Euro. Ich warte so lange. Wo kommt das jetzt? Ich warte so lange. Das kommt aufs Rathaus und wenn der es nicht nimmt. Aber der nimmt es, weil der will ja nächstes Jahr wieder OB werden. Dann kommt es an eine gute Kinderzeit. Ja, aber die Aufnahme. Versprochen, das ist Internet. Aufnahme, das ist Internet. Das sei Ding. Nichts das guckt man bloß in Russland. Also, da haben wir. Ja, Russland interessiert sich natürlich für Deutschland. Ja, die sind sehr interessiert, weil wir ja ziemlich nachlassen. Ja. Und an die Chinesen, an die Russen abgeben. Oder? Das ist so vollkommen richtig. Wir's. Aber wir haben da einen Glück. Die nette Dame. Lässt uns nicht hängen! Nein, das hat auch nochmal grünen Kaffee von uns. Und ja, es gibt einen Kaffee weniger. Preis gewesen. Also, vielen Dank. Schönen Tag. Jo. Und der Neigucker heute Abend ist da drin. Ja, heute Abend ist hier drin. Spendervergabe kommt auch. Also, es geht alles seit richtiger Weg. Ja, in der Zeitung, oder? Nein. Wir sind nicht so zeitungsmäßig. Nein. Wir sind ja da oben drin. Die. Das ist für uns, und weil es so langweilig ist in der Corona-Zeit, haben wir zwei gedacht, irgendwas muss ich ja machen. Und jetzt machen wir einen guten Zweck. Aber Sie sind nicht mehr vorne. Nein, ich bin jetzt Edelredner. Okay. Wenn Sie es verkauft, oder? Ich habe das abgegeben an einen Kaffeeschieber. Der macht da weiter und man sieht ja, was jetzt rausgekommen ist. Gell, mit der. Ich komme ja nicht mehr umsetzen, ich habe keine Tour nicht mehr geschafft. Ja, ja. Und beim Bönner war ich ja drin. Ja. Auch ich weiß. War aber immer nicht. Ja, gell? Deswegen muss ich jetzt in die Stadt rein unter die Leute. Nee, aber der ist echt ein bisschen fahrt. Gell, da machen wir was draus. Da kriegen wir schon was. Ach, sehen wir, das sind Tant nehmen, oder? Die nehmen das in Tant. Ja, gut. Ja, ich war schon. Der will ja nicht schon gewählt werden, unser OB. Sonst ist Weihnachten rum. Naja. Also, jawohl. Dann sagen wir Danke. Ja, tschüssi, danke. Ciao. So. Bis Gott, wir werden ausstehen. Ja, jetzt der Uli. Ja, mein Uli.
Uli, pass auf. Wir sind ein Jahr weiter. Uli, pass auf. Mein Nas verliere ich schon wegen dir. Guck dir mal den Baum an. Du bist ja Designer. Können wir den verbessern? Ja, wenn man bei Folli machen lässt, dann schon. Also bei Folli. Also eure Adresse haben wir schon bei Folli. Olli und Folli. Kennst du vielleicht da? Oh. Ja, ich bin beim Schaffen da. So, Olli, ja, das sieht man. Das sieht man, das sieht man. Aber der Olli lässt uns nicht im Stich. Der Olli lässt uns nicht im Stich. Ich habe aber nur Glück, Alter. Ja, das bitte, wir wollen ja nicht viel Karo rausgeben, wenn du willst. Also Scheine, also 1000 Euro Scheine nehmen wir nicht an. Olli, ja, ja. Ich kann auch raus, Glück, soll ich da noch was rausgeben? Vor eurem Baum tue ich doch alles. Ja, genau. Olli, ich sage Dankeschön, halt die Ohren steif, man sieht sie. Alles klar, ja, vielen Dank. Ja, wir den noch eine Stunde, dann gehen wir holen, gell? Dann haben wir Feuer. Weißt du, dass alles leuchtet? Ja, wir machen Kurzarbeit zurzeit, weißt du? So. Ciao. So, bis gut. Der Herr ist von der TSG, den können wir geschwind fragen. Ah. Ganz offene Meinung. Der Kind ist der Bräuterschein. Bräuter schöner vielleicht auch. Ja. Ja. Und der wird sich da vielleicht 50er oder so, dass man da vielleicht. Wir können rummachen. TSG, ich hab's gewusst. TSG ist ein Top-Verein. Ich kenne übrigens den Achim, gell? Ein super Fasching immer. Herzlichen Dank. Ja, der Achim Pfeiffer kennt man ja. Ja, den kennt man. Verbandsliga-Spieler im Rau. Ja, 1899 TSG. Und nächste Saison oder übernächste Saison Oberliga. So. Ja, nichts. Nein, wir müssen Ziele haben. Ziele. Wir brauchen Ziele. Ziele haben wir schon, aber Ziele. Dass man aufkommt. Ja, nicht Ziele. Also nicht Ziele, sondern Ziele. Ja, das ist mir schon klar. Macht's gut, tschüss. Ciao. Ja, ihr habt gewusst, TSG ist top. TSG kannst du immer fragen. Da kriegst du immer Geld, obwohl sie keins sind. Aber ja, ist so. So, wo gehen wir jetzt nach? Gehen wir mal wieder. Oh, unsere zwei sind noch da am Glühwein. Soll ich noch mal fragen? Zweite Runde. Sie was fragen? Ist gut? So. Hallo, ist gut? Hallo. Was halten Sie von dem Baum? Ja, die sind zu wenig. Wirklich? Ja. Oder könnte besser sein? Könnte besser sein. Könnte genau. Besser sein, ja. Was meinen Sie, was könnte man da vielleicht noch verändern? Ja, vielleicht. Auch eine Maske vielleicht, oder nein? Ach, es ist genug Maske im Alltag. Vielleicht Kugelchen. Ja. Bisschen Kügel, bunt machen. Genau, bunt. Figuren. Bisschen Figuren. Genau. Ja, das ist nett. Ja, jetzt sind wir ja gerade dabei, weil der Baum ein bisschen leidet. Der hätte sie auch vielleicht eine kleine Spende, 50er, 10er, 20er. Gibt es noch 5er? Ja, 5er gibt es. 5er gibt es auch noch. Aber 1000 Euro Scheine nehmen wir nicht an. Hey, jetzt auch? Ich wollte gerade 1000 Euro. Für den Baum da? Ja, für den schönen, für die schöne Tanne. Ja. Oh. Der wird sich gerade auch ein bisschen interviewt. Ja. Vorschläge abgeben für den Weihnachtsbaum, wie er vielleicht nächstes aussehen soll. Höre ich da ein bisschen, höre bei Ihnen ein bisschen Russisch aus? Fast ukrainisch. Ich bin sind unsere Freunde. Ja. Dankeschön. Bitte schön. Ja. Der Herr. Eda. Ah je. Zehnerle. Zwanzigerle. Dafür darf man auch was sagen. So, was könnte ein bisschen bunter sein? Was könnte denn sonst noch sein? Ich muss den Abstand messen. Ja. Sonst wäre es okay. Mein. Stefan, jetzt kommst du, ich habe den Abstand. Okay, der Abstand. 1,50 Meter haben wir gesagt. 50. Meter 50. Das ist 1,40 Meter. So, ist das okay? Nein, nein. Meistens ist es nice, sie können auch den ganzen Geldbeutel einlegen. Ist egal, wie ja, da weiß nicht man so eh nicht, ist das jetzt Grimme oder ist das was anderes? Die Leute schmeißen zu viel rein, das ist das Problem. Ja. Grimme brauchen wir nicht, aber. Mit der Corona, gell? Oder den Becher, wie will jetzt das?
Sollen wir tauschen? Ja, das war mich okay, das habe ich das gebunden. Ja, genau. Ja, also, ich danke schön, also wirklich. Wir brauchen Innovation, wir brauchen Anregungen. Ist gut. Oder? So und ein bisschen Spaß zum Lachen. Tibor, genau. Jetzt hast du nochmal jemand als Klient. Wo? Guck mal runter, die, wo auf der vorlauft. Die Taube? Ja, die Taube, die kostet jetzt in der Jugend. Die hat es ja massig in der Stadt. Die hat es ja massig. Ja. Tauber geht es wirklich nicht aus. Aber ich hätte mal gemeint, ob man den Herr Ulrich mal fragen sollte. Ja? Aber der ist in der Backstube. Also, wir sagen danke. Nächstes Jahr sind wir wieder da. Morgen sind wir noch mal. Nächstes Jahr nicht bunt. Ja, ich komme her und ihr seid eigentlich. Und der hier drüber, Stefan-Live, ja. Kann man es im Internet anschauen. Gut. Okay, gehen wir wieder weiter. Ja, vier Opfer, okay. So, ich darf mir vorstellen, den Mörgler aus Aalen. Mhm. Ja? Der Mörgler aus Aalen. Und weil es halt so langweilig ist, wegen Corona bin ich unterwegs, wegen Spenden. Mhm. Schaut euch diesen wunderschönen Baum an. Ja. Den haben der fällt gar nicht auf, gell? Mhm. Ich habe kein einziges Mal nachguckt. Die haben das jetzt eine Stunde beobachtet. Ich gucke den Baum wieder. Dieser Baum, wie ist der? Schön. Das ist auch Hüttlinger. Ja. Ja, das ist der Enzle. Aber dadurch haben die letztes Jahr den Arsch gekriegt. Warum ist das ja wieder schöner? Jetzt, so machen wir Sorgen. Ja, genau. Also müssen wir den Bürgermeister da ein bisschen, oder? Okay. Das müssen wir ein bisschen anstupsen, ja. Der hat ja die Chance, der will ja nächstes Jahr gewählt werden. Der will ja wieder gewählt werden. Nächstes Jahr ist OP-Wahl. Mhm. Und bevor wir irgendeinen Kräne kriegen, nehmen wir den halt. Ja? So. Ein 50erle, ein 20erle, ein 10erle. Oder ein Wurstwege, den kann ich auch essen, den auch haben. Ja, aber den können wir nicht spenden, weil der schwebt. Ja, danke. Die Alamos sind ja so. Muchas gracias, sagt man in Spanien. Gössen im Sebem, sagt man in Ungarn. Thank you very much, sagt man in England. Dank über, sagt man in Holland. Ja, was haben wir noch? Und Gössen im Sebem, Ungarn haben wir gesagt, gell? So. Gar nicht. Vielen Dank. Und du hättest heute Abend da, der Hanna. Guck mal, wie er dann nächstes Jahr aussieht. Hey, da haben wir Stefan-Live.de sind wir drin, gell? Weltweit. Weltweit. Also es geht bis hinter Afghanistan über. Ja. Wollen wir berühmt? Ja, genau. Habt ihr, wenn ihr berühmt wollt, habt ihr vielleicht irgendwie ein Message oder so ein Spaß, wo ihr vielleicht zu Weihnachten noch mal. Oh, lieber nicht. Das geht in Hose. Also die Message heißt, lieber nicht, das geht in die Hose. Genau. Okay. Aber ich hätte noch eine technische Frage. Eine technische hätte ich noch an die. Jo. Herr Schaff. Mit zwei spendet die was? Wie schätzt ihr die? Ja, auf Freile. Ja? Ja. Also, mit ihrem Schaum. Okay. Auf jeden Fall. Die mit dem Blauen. Okay. Ja, auf jeden Fall. Jetzt können wir fast den Wettbewohner aufmachen. Jawohl. Der Leute hat gesagt, wir spenden. Ja, ich spende gerne. Ja, aber er braucht wen? Wen spenden wir? Mal den Baum an. Den Wirster. Ja, jetzt haben wir es. Richtig, jetzt haben wir es. Genau. Jetzt haben wir es. Der ist richtig Wirster Baum. Hallo. Darf ich fragen? Ein 50. Da ist jedes Geld schalt. Ehrlich, da ist jedes Geld schalt, wo hinten den schon wieder herstellt. Das weiß denn ich der wieder. Ist gespendet worden. Ich glaube, ostfriesischer Tanne. Ich glaube, dass die aus Ostfriesland ist. Die haben es dort geklaut wahrscheinlich. Und bestimmt, dann bestimmt. Ah, ja. Ja, ihr habt recht, Kit. Ich habe gesagt, spendet. Ja, danke nochmal für den Tipp, gell? Ich bin schon genug im Internet. Hallo. Ja. Stefan. Du bist bloß mit der roten Seite gerade drauf. Nicht vorlaufen. Jetzt, was haben wir denn eingekauft, Jens? Kindersache. Freilich. Es gibt doch das Ding nicht mit der Wanne. Dankeschön. Und das ist der Baum in Hüttlinger, gell? Kann man sich doch mal ein Beispiel dran nehmen, ja, gell? Ja, aber der Bürgermeister Enzle hat gesagt, keine Wallfahrt nach Hüttlinger bitte wegen Corona. Ja? Den Baum darf man nicht besichtigen, man muss weiterfahren. Also im Auto hocken bleiben, Fenster zumachen wegen die Aerosole, vorbei. Aber nicht pupsen. Pupsen, da muss nicht, auch, da gibt es auch Probleme, ich glaube, gell? Das darf man auch nicht pupsen. Genau. Hüttlinger. Hüttlinger an der, wie heißt es? Kreisverkehr. Am Kreisverkehr, da darf ich eh nicht den anschauen, da muss ich auch eh weiterfahren. Ja, ich fahre die ganze Zeit hin und her, immer um den Kreisverkehr rum und mache eine Stunde Reportage. Ja, das kann man doch jetzt in Zukunft so machen.
Das ist so wie bei den Leuten, die im Gefängnis drin sind. Die haben auch immer so eine Kugel drin. Und die Kugel einfach dann in den Kreisverkehr reinlegen und dann kann man immer rumlaufen. Wer meint da? Ja, der schwätzt. Der schwätzt Tag und Nacht. Aber die Hütlinger können sich auch mal hier nach alle bewegen und unseren Baum schön machen. Ja. Liebe Hütlinger, einen Aufruf an euch. Kommt und macht bitte unseren Baum schön. Danke. Das ist wirklich cool. Jetzt bin ich gespannt. Hütlinger für immer. Super, toll. Forever. Forever. Jawohl, super, vielen Dank. Also, schöne Feiertage, und wir uns vor Ostern nicht mehr sehen, schöne Pfingsten, gell? Du. Oh, da wir sind auch schon unterwegs. So, Stefan, so. Das ist eine harte Geschichte. Ja. Meinst du? Darf ich sie auch ungern. Ach, ungern. Ja, ein bisschen lachen müssen wir schon noch, gell? Eine Frage. Was haltet ihr von dieser Tanne? Dass ich das halt auch gucke. Jawohl. Was haltet ihr von dieser Tanne? Ist die weihnachtlich oder ist die eher? Abends wird sie schon weihnachtlich sein, wenn man nur die Lichter durch sieht. Durch die Lichter, ja. Habt ihr den Baum in Hüttlingen schon mal gesehen? Nein. Weil wir sind aus einer ganz anderen Richtung. Darf man fragen? Oben kochen. Ja. Der Baum ist schöner. Kochen ist natürlich schön. Das ist natürlich der schönste Baum. Ja. Zwei muss wirklich gestehen, er ist wirklich schön gemacht. Ja. Aber als Oberkochener kennt er doch auch vielleicht der 50. Entwicklungshilfegeber vor allem. Ich möchte so ein OB schenken, das Geld. Fahren wir den ganzen Dezember jetzt durch. Und wenn er es nicht nimmt, für einen guten Kinderzweck. Gucken wir mal die Oberkochener. Ich habe immer gedacht, die Aalamer sind spendenfreudiger, aber die. Ja. Jetzt gucken wir mal. Das Vertrauen ist groß. Ja. Also, ja, ich sage. Ich bin da einfach. Ja. Ich bin da einfach. Und als Oberkochener können wir jetzt einmal sehen, dass hier. Das ist auch von Oberkochen hier. Ich? Ja? Ich bin von Oberkochen. Stefan-live.de. Drin. Einfach mal reinschauen und da könnt ihr euch heute Abend anschauen. Ich sage herzlichen Dank, vielen Dank und einen schönen Tag noch. Gell? Ja, ja, danke, ciao. Ja, zwei mit Mönchen kriegen und die will jetzt was zum Essen kaufen, da stören wir nicht. Komm, das ist gut. Also. So. Immer. Was haltet Sie von dem tollen Baum? Schön, schön klar. Kann man da was verbessern? Verbessern? Ja, so mal Vorschläge. Also nicht voll. Na, das heißt, man spendet sie nichts. Weil sie sagen, der Baum ist in Ordnung, dann kriege ich von ihnen keine 50 Cent. Und was sagst du denn? Ein neuer Baum. Ein neuer Baum? Neue Deko. Nein, neue Deko von nächstes Jahr. Neue Deko. Ja. Na gut, jetzt. Aber ich finde ihn trotzdem schön. Ja, das sind Sie der Einzige. Der ist schön grün. Aber ja. Man muss auch positiv denken. Richtig. Nur. Und wir freuen uns. Und nächstes Jahr, wenn da ein neuer Baum steht, in herrlichster Farbe, in Blüte, ist aber ein Kunstbaum, gell? Wissen Sie das? Was ist das denn für ein Träger? Das haben wir herzlichen Dank. Passt schon. Ja, wir plagen uns halt wegen dem. Also Kunstbaum, der ist so teuer in der Größe, das kann sich alle nicht leisten. Das kann sich alle gar nicht leisten. Ich finde es gut, er darf auch ein bisschen schief sein. Er ist schief. Ja, es ist ja kein Baum, wo normal, ich sage ja, gewachsen ist. Oder? Ja. Genau. Das ist aber so, er ist jetzt schon bekannt als der schiefe Baum von Aalen wie der Turm in Pisa. Mein Bruder hat gemacht, was nicht. Der drechselt ein bisschen und der macht gerade Weihnachtsbäumler. Also Werbung machen. Oh, cool. Ja. Wo ist er? Neu, das macht der privat. Ah, privat. Schwarz? Ja. Nicht schwarz. Schwarzgelb. Der hat die gleiche Farbe wie ich auch. Schwarzgeld? Ja. Die machen Cashgeld. Ja. Hallo Finanzamt. Und das Schöne ist, beim Drechsler, ich hab da zuguckt, ja. Aha. Der verkünstelt sich echt, dass er aus Holzbäumen noch bringt. Und das sieht richtig gut aus. Also der macht Naturbäume? Ja. Gut. Gut. Also, dann sagen wir Dankeschön. Naturbäume aus Natur. Und ja, hier, gell, vielen herzlichen Dank. Kommt schon auch, gell. Ja. Also, macht's gut. Ja, danke. So. Jetzt muss ich mal in die Hütte reingucken, der Hanna. Der da ist, der kriegt mich auch noch weiter.
Calimera! 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 Ja, heißt guter Morgen, aber der hat Calimera. Calimera! Das ist ein anderer Calimera! Das ist ein anderer Calimera! Du schon auch Spende für den Baum? Kleine ich mach für meine eigene Tasche, warte mal. Ja, zwei Wasser. Wie heißt Dankeschön auf Griechisch? Evcharisto. Ah, das ist viel schwierig. Ja, ja, Mello, seid doch flexibel. Warum ist das Wasser schwierig? Tust du nachher Zähler für uns? Ja, auf jeden Fall. Okay, also, ja, da haben wir wieder einen Notar. Super, haben wir wieder einen Notar. So, jawohl. Jetzt geht's zusammen. Wir sind von der Weihnachtsmission. Ausspende. Jetzt. Für einen schönen jetzt Baum. Erst mal fragen, Dankeschön. Ungefragt. Wow. Danke, danke. Lauter nicht. Ungefragt. Oh, ich weiß noch, wo wir nachgegangen sind. Ich weiß noch. Komm mit. Ich gucke, ob der Doktor. Danke nochmal, gell? Doktor Skate, ja. Hübscher Mann. Nochmal. Wie ihr reagiert? Nein, sorry. Ich habe kein Geld, ich bin gerade geladen. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob mir das erfahren, wenn das Geld gespendet ja. wird. Wird das? Ja? Jawohl, jawohl. Also, ich habe eine Idee. Okay. Ich kenne einen, ja? Der ist, glaube ich, aus Bebinger, irgendwo in der Ecke. Mhm. Und das ist ein Alphornbläser. Oh, cool. Der Herr Bartle. Und der Herr Bartle guckt es wahrscheinlich. Kenn ich doch auch, ja, Alphornbläser. Okay. Und dem stellen wir der Hanna her. Und dann? Und dann macht er der Hanna das Konzert und dann dem wir das Geld überreichen. Okay. Und der Bubu vom Fass, ja, der kommt im Schotterrock. Geil. Das, ja, ist ja absolut geil. Der, ja, Mann. Das ist ein Mega-Event. Der kommt im Schotterrock. Echt geil. Ja, das hat er schon zugesagt. Und jetzt gehen wir noch schnell zum Dr. Skate. Da bin, ja, ich gespannt, ob der auch noch was macht. Bestimmt. Gell? Also. Uli ist immer dabei. Ja, Mann, Uli ist dabei. Danke. Tschüss, gut. Hallo, wir sind von der Weihnachtsmission. War nix. Ist egal. Bin ich erwähnt, gell? Warte mal, wo ist denn hier? Ah ja, da vorne. Komm, auf. Stefan, wir müssen jetzt laufen lassen. 40 Minuten haben wir schon. Ja, du musst wissen, das ist harte Arbeit. Ja. Da müssen wir ran. Oh! Oh! Ja, da ist eine schöne Frau, da, ja, sagt er immer, halt, oh! Ja, wir kennen uns doch! Frau Jander, bleiben Sie da! Der Sohn hat schon gespendet! Vom Sohn habe ich vorhin Geld abgenommen. Ah, echt? Frau Jander, guck jetzt den Baum an. Ja. Ja. Sie haben da so eine wunderschöne Tankstelle gehabt. Jetzt gucken Sie mal diesen Baum an. Der ist gar nicht vergleichbar mit der Tankstelle. Aber könnte man da nicht. Oh, Ihr Mann kommt. Herr Jander, hier, spenden. Also er ist so, wir möchten an, gucken, dass nächstes Jahr ein gescheiter Baum da steht. Deshalb, ja, die ostfriesische Tanne, die kannst du vergessen. Man muss den schöner schmücken. Den muss man schöner schmücken. Ja, das wäre doch eine Aufgabe zu sehen. Bin ich halt da dabei. Und der Sohn hat schon eingeschmissen. Tätet ihr auch gleich. Bloß eine Kleinigkeit. Also bitte, keine 50 Euro, gell? Und keine 1000 Euro. Auch nicht, können wir nicht wechseln. Ich sag Ihnen, wir hauen ab mit der Karte. Tausende gibt es gar nicht. Ja, was wollt ihr? Und wenn die Stadt das Geld nicht annimmt, ja? Obwohl, nächstes Jahr ist ja OB-Wahl, der wird schon nicht mehr, der braucht Wahl. Wahl, Geld. Aber man drauf guckt, dass es auch richtig verwendet wird. Wir machen. Und wenn er es nicht nimmt, spenden wir das an einen guten Zweck. Das ist in Ordnung? Genau. Dann sagen wir recht schön Dank. Ich wünsche euch gelingen. Ja, morgen früh sind wir wahrscheinlich auf dem Wochenmarkt. Ja. Stimmt's? Aha, ja, der steht nicht so bald auf, aber wir kriegen schon. Aber das sind wir am Freitag sind unter Hombacher. Am Morgen, ja, da ist heute schon. Freitag, ja. Und das ist der Baum von Hüttlingen. Das ist der Baum von Hüttlingen. Ja. Na, jetzt, gell? Ja. Jetzt? Ja, wieso schleifen Sie jetzt den mit? Rum? Dass man den auch mal sieht. Und Vergleich. Das ist der Inselbaum. Ich würde sagen, der Inselbaum. Ein anderer lichtet hätte. Und ja, und schon wär's. Und schon wär's. Genau. Also, so einfach ist es. Und deswegen machen wir das. Also gut. Ich wünsche was. Das Gleiche. StefanLive.de. Könnt ihr sein Abend auch so groß. Was? Von Niklaus, so groß. Ja. Die Dokumentation zeigt sie hier. Ja. Stefan-Live.de. Abgeschreckt. Wir und da habe ich damals 55 Stück gemacht. Aber so das macht mich so ein bisschen verreisen, oder? Und einer steht jetzt am Christbaum in der Karne, dann auch von mir. Ja, schau was. Herrlich. Ja. Und einem habe ich eine Ware hergeschenkt.
Ja. Und einer von Oberkocher, der hat einen Aufruhr auf Hausmarkt gestellt, den meisten gestohlen. Hoi. Ja, der Oberkocher ist gefährlich, da komme ich nämlich her. Okay. Muss mal schwingen. Der, der die auch spenden. Morgen früh, gell? Nächste Mal. Sind wir da. Okay. Ajander, alles Gute. Ebenfalls. Bis dahin, gell? Ciao und danke. Danke, okay. Danke. Tschüss. Also, jetzt gehen wir mal zum Skaten ein. Ob der den Startplatz übernimmt. Weißt du? Okay. Startplatz. Grüß Gott. Hallo, miteinander. Und Zigarre kauft, ja? Nein, Tabak. Tabak, schöner Tabak. Richtig gut gesund. Pfeife. Pfeifentabak. Das sind. Sind das die Corona-Vernichter? Nein, sind. Der Corona-Vernichter ist ja das, was flüssig ist und rot und im Glas drin ist. Pfeiferraucher. Pfeiferraucher. Halt, Pfeiferraucher sind sehr spendabel. Hast du das schon mal gelesen? Gibt es eine Studie? Ja, genau. Der Baum muss weg. Ja, kriegen wir da endlich mal was Gescheites nachdekoriert? Ja, der, cool. Die mir vielleicht an Tabak Geld reinschmeißt. Tabak. Aber bis Gott, sind Sie von der Metzgerei? Ja. Wir kommen gleich. Aber ja. Ist da. Ja, ist in Ordnung. Haben Sie noch ein Bier schenken? Alles klar. Wird er da noch mehr oder was? Nein. Soll ich rausgeben? Nein, passt schon. Dann sagen wir Dankeschön. Weil von den Tausenden, die du jetzt reingeschmissen hast, ich denke mal nicht, dass du 500 rausgeben kannst, oder? Ah, von dem 1.000-Euro-Schein? Ja. Das ist jetzt dokumentiert worden, dass ein 1.000-Euro-Schein so, in Umlauf gebracht worden ist. Die nächste Suche, gell? Also nochmal herzlichen Dank, gell? Kein Problem. So, jetzt gucken wir mal zum Dr. Skaten an, ob der da ist. Doktores. Doch, das geht. Das ist jetzt der Bio-Skate. Der macht es jetzt auf Bio. Echt? Ja, mal fragen. Ob er da ist, ich frage mal schön. Soll ich mit rein? Grüß Gott. Hallöchen. Scheint niemand da. Ist der Chef auch da? Ja, das kann ich nur den Geld zählen. Ja, kann er geschwind rauskommen. Ich hätte fragen können. Wir sind von der Weihnachtsmission. Gute Tat. Hallöchen. Klappt alles. Grüß Gott. So, also Dr. Skate kommt. Der kann gar nicht anders. Okay. Guck, Orange hat er. Orange Frische. Von Sizilien. Ja. Da ist es auch ein bisschen wärmer. Ich gehe mal davon aus. Mal gucken, was er sieht. Ne? Ja, jetzt müssen wir den nächsten schnappen. Ja. Er kommt gleich, da ist er doch. Ja, nein, aber die zahlen die Leute ohne Ende. Ohne Ende. Und der auch, der hat gleich einen 500er dabei. Wow. 9000er. Macht's gut, ciao. Ich darf kurz anmoderieren. Wir sind hier beim beim Dr. Skate. Nicht Bio Skate. Nein, bei Dr. Fashion. Der nasenlose Mann. Der nasenlose Mann, Uli, pass auf. Wir machen gerade Aktion, dass der Baum schöner wird. Noch schöner, das ist doch so schön. Siehst du, ich habe nicht Zeit. Ja. Er hat an nichts aus zum Sitzen. Ja. Das ist der Uli live. Das ist der also Uli bei, live. Bei Nacht leuchtet der wunderbar hinter denen vor dem Landrat haben gesehen. Das ist mal ganz hässlich. Hast du den gesehen, Hüttlingen? Der ist so rumgeschmückt und der andere ist so. Ist herrlich, oder? Ja, ich weiß auch, wenn ihr jetzt nächstes Jahr googelt, weil da könnten wir ja mal eine Spendenaktion machen. Ja. Hättest du ein 50er oder hättest du einen Euro oder so übrig? Na klar. Und dann die nächste Frage. So, kriegst alles du mal Geld. Hey. Hast du das gesehen? Das ist ein Loch auf der Ohr. Hast du das gesehen? Zu Hellinger hat er da was reingeschmissen. Unser Uli. Und kannst du den Stiefel überhaupt noch heben? Ja, fast schon. Also wir haben gestern 35 Euro. Ich glaube, wir kommen auf 40. Das wäre das Ziel. Heute. Aber okay. Wir sind noch länger. Wenn das Geld der OB nicht nimmt, weil er ja Angst hat, dass er da irgendwas machen muss damit, dann geht es an einen guten Zweck. Uli, sehr gut. Du kennst mich. Ich bedanke mich. Sehr du kannst noch eins machen. Wenn du den Startplatz die Tage mal machen willst, also Startplatz. Wenn wir starten,
da wärst du vielleicht zwischen 5 und 10 Euro dabei. Dann machen wir hier den Start. Also heute waren wir bei Kaffee Schieber. Ja. Morgen gehen wir zum Bubu. Ja. Und dann irgendwann. Ja, ich täte mich aber melden. Ja, also. Gell, wir müssen es planen. Das ist eine Sauarbeit. Ja. Und du hast ja jetzt Zeit. Ist ja Sau. Ja, immer. Aber wieder. Das ist ja dein Herzensprojekt, Licht. Licht war immer schon. Also, jetzt laufen wir eure Runde rum und dann machen wir Feierabend. Also, jo, viel Uli, Spaß. Bedanke mich, ich wünsche dir was, ich gell? Ich glaube, du kommst in der Stiefel heute Abend nicht mehr rein. Ah, wir den immer ausziehen am Podium nachher, weißt du, okay. Im Stand. Okay. Erzähl, du darfst aber auch mal ausziehen. Passt, alles gut. Mach's gut, gell? Also, ciao, tschüss. Grüß Gott, er hat schon die Tür offen. Oh, warte, jetzt mach ich nicht auf. Alles war auch mal die Zeit. Ah, das ist auch schon rum. So, grüß Gott. Hallo. Ah, Spende vielleicht? Nicht oder? Oh, ich weiß gar nicht, von welchem Zweck aber. Schade. Schade. Also. So, die Dame. Darf ich Sie geschwind 2 Minuten Ihrer Corona-Zeit? Na, schade. Panikmodus. Ja, das war mehr oder weniger so. Das ist der Steffen Lindner, der ist nicht da, wie immer. So, hast du alles drauf? Ja. Wir nähern uns langsam dem Feierabend. Richtig. Wir müssen jetzt noch mal gucken. Ha, wer noch einer mit? Wie viel? Was schätzt du? Oh, ich hab's aufgepasst. Gestern habe ich gar nicht mitbekommen, dass das so viel war. Also da war ich schon überrascht. Ah, 35, ja. 35. Ja. Ja, ja. Grüß Gott miteinander. Soll ich helfen beim Ich täte die nehmen, ganz unten. Blau ist stark vor. Hallo, ganz unten. Nicht blau. Oh, nee, Oma nimmt Kohlblau, Oma Vera nimmt mehr. Grün. Ein schöner Bulli. Ja. Da kommen wir aus der Gefühle Zeit, aus der Jugendzeit raus. Aus der Jugendzeit, wo ich rauskomme, da ist mir so schöne Auto gefahren. Ja. Einmal eine Frage, ich bin nebenher, wir suchen ja noch eine Weile. Was haltet ihr eigentlich von dem Baum? Ganz ehrlich. Auch nichts. Oder ist der da ein Aufgefallen, die Tanne? Wir sind heute das erste Mal in Aalen wieder mal und heute, wir kommen jetzt gerade vom Zug, gerade eben vom Parkplatz. Weil man nur noch bei Amazon bestellt, darf man gar nicht mehr in die Stadt. Nein, das ist nicht ganz richtig. Soll ich es trinken nehmen? Wir sind jetzt gerade in unserem Parkladen. Also nur nicht wie laut, aber lauter. Was wird denn da alles eingemacht? Nein, da wird eingekauft. Mit den Gläsern. Ja, aus datenschutzrechtlichen Gründen darfst du da nicht so richtig reingucken. Aber ohne Maske sowieso nicht. Die Maske sieht man doch den Rauch. Ohne Maske. Ich habe doch den Nasenschutz. Ja, der Mundschutz. Ja, das ist so. Ja, jetzt hat es doch schon. Trotzdem, Huchzele. Ich würde sagen, kaufe den Koi-Kart und gebe mir das Geld. Ja, nochmal. 50 für den Baum, sind ihr von alle? Nein. Wir kaufen immer regional ein. Das kann man das nur ist begrüßen. Cool. Das kann man nur begrüßen. So ist es. Ja. Ich hab da. Bloß nicht so viel. Um Gottes Willen. Nicht so viel. Nein. Wie viel dann? Ach, Leute. Guck nicht nach. Hab Geld. Von wem ist das? Von der Weihnachtsbaum. Ach, was für den Weihnachtsbaum? Oder für Kinder. Ein guter Zweck. Wissen wir noch nicht. Wenn der OB das Geld nicht nimmt, dann geht es an Kinder. Ach so. So sind wir halt. Grüß Gott, möchtet ihr auch? Auch, neu? Stoppenlock, da hat er das ganze Ding loshauen. Ja, scheiße. Genau. Sind aber auch Spender. Geil, wir wissen zwar nicht von was, aber. Dankeschön. Das ist immer gut. Für einen schönen Baum da vorne, gell? Ja, lassen wir uns lieber. Ich bedanke mich. Wir gucken den 15 Tag, in 15 Tag, in Weihnachten gucken wir nochmal. Also, folgt nochmal. Also, ihr könnt hier schauen, auf Stefan Minus Live. Heute Abend sind wir drin. Ach so. Seid ihr live drin? Juhu, weltweit. Gut. Komm, was? Wir sind in Afrika auch gucken. Der Baum, nächstes Jahr,
Dies Jahr nicht mehr, das schaffen wir ja nicht mehr. So. Aber nächstes Jahr hoffen wir es, gell? Nächstes Jahr. Wir sagen danke. Ja, warum denn den Schmuck von letztes Jahr nehmen wir die nicht mehr? Weiß ich nicht, ja, das ist doch auch die traurige Kette dran erkennt. Das ist ja auch sinnvoll, dass man das immer wieder benutzt. Das man muss doch nicht immer alles neu und frisch und so neu. Ist, so ist es. So also mache ich es doch im Jahr auch. Also ich habe zum Beispiel... Ja, halt! Da kennt man ja die Karte für die Oma vom letzten Jahr nicht mehr. Nein, die sind ja schon weggegeben. Ja, aber die kostet wieder hergeben. Richtig. Wem möchte sie ja da nicht? Da will die Oma die Karte nicht hergeben, die Oma. Ja. Na, das wäre doch, eigentlich auch eine Idee für den Weihnachtsbaum zum Schmücken. Karte. Alte Weihnachtskarte. Nachhänger. Ja, oder allgemein vielleicht Weihnachtsschmuck, den man nicht mehr braucht. Ja, aber richtig. Kann Geld viele, nachhängen. Aber viele Leute in so viel Weihnachtsschmuck daheim, den sie einfach also, Recycler. Da du hast auch noch deine lila Kugeln, die wir nie benutzen. Nehmen wir die lila Kugeln von Ihnen, holen sie ab, wann sind sie daheim? Wann bin ich daheim? Du weißt schon, dass die in Australien wohnt. Achso, ihr seid ja, von Australien. Ja, wir sind weiter weg. Wir kommen von weiter weg. Aber die Idee ist gut, wir hängen alle unsere Kugeln an, dann haben wir daheim keinen Dreck mehr. Ja. Recycling. Also. Recycling. Jawohl. Spaß muss sein. Ja. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Macht's gut. Ja, Sie auch. Tschüss. Jo, tschüss. Also, weiter geht's. Weiter geht's. Bis Gott. So. Ich habe heute noch keine prominente Kette. Das gibt's ja. Keine Politiker, null. Niemand ist da. Niemand. Ja, du, geh doch vor den Spiegel nach. Geh doch mal vor den Spiegel nach. Wie vor den Spiegel? Vor den Spiegel nach ständer. Da hast du einen Prominenten. Ach so. Nein. Ah, Calimera, jawohl. Calimera, hi. Nein. So, jetzt. Zu dem Baum, gell? Da, das sind die Leute, die merken, dass wir jetzt tagtäglich unterwegs sind und warten schon auf uns, damit sie spenden können. Richtig. Herzlichen Dank. Ja, mein Dankeschön sage in Griechisch ist sehr schwer. Gibt es da auch eine Kurzfassung? Efreisto, merci sagen wir auch. Merci sagen wir auch. Aber ihr seid ja keine Franzosen. Nein, aber das haben sie eingefüllt bei uns. Ihr seid doch was Besseres. Ihr seid doch was Besseres. Ja, geschichtlich gesehen, ja. Ich war ja ein paar Mal in Kos auf der Insel. Wunderschön. Ja, wunderschön. Es gibt keine bessere und keine schlechtere, sagt Orthodoxie. Ja, Orthodoxie ist doch neutral, oder? Ja, keine Moslems, keine Christen, ja. Nur arbeitende Leute in Griechenland, ja. Und Orthodoxie hat mich dazu geführt, dass ich heute auf die Straße gegangen bin mit Plakate, weil da war die Bestätigung, dass es sich um den größten Skandal der Geschichte handelt. Warum? Warum? Weil der heilige Jesus 69 gesagt hat, es kommt die Zeit, ihr müsst Maske tragen, ohne Faschingszeit zu sein. Das hat der 69. Er ist ja mit den Plakaten unterwegs. Ja, genau. Ja, kennen wir. Das ist halt also da auch vor Gericht. Ist auch schon, Ja, genau. Also, dann laufen wir noch zwei Runden und dann machen wir Feierabend. Jawohl. Also. Gut, und man sieht sich wieder. Bist du in Lindach dabei? Wann? Ich weiß gar nichts. Am 10. ist Lindach. Am 10.? Jetzt hier am 10. Super. Ja. Lindach ist wieder Marsch. Wie viel Uhr? Wann? Guck mal bei mir auf Zeit drauf. Okay. Stefan, gell? Ja, also. Stefan hier. Stefan live. Ja. Ja. Stefan live, ja, genau. Stefan live. Es gibt so viele, weißt du? Weißt du? Das haben wir abfotografiert. Ja, dann ist noch sicherer, genau. So. Jawohl. Jawohl, alles klar. Also auf sieht sich, gell? Gehen wir weiter. Okay, ja, geil. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Wollen wir spenden? Nein, sie telefonieren. Ja. So. Ja, der Chef. Ja, der Chef. Jetzt habe ich ein Opfer. Hallo. Ein Opfer? Oh, ja. Zwei Opfer. Hi, hey, was haltet ihr eigentlich von dem Christbaum? Von dem was? Christbaum. Ihm ist der Christbaum noch geil. Ja. Was für ein Christbaum? Obwohl er hat hier italienisches Eisparadies und hat den Christbaum noch gar nicht gesehen. Nee, haben das wir heißt, nicht. Den müssen wir besser machen. Besser, ja. Müssen wir auf jeden Fall ein paar Kugeln dazulegen. Ein paar Kugeln? Die Sterne fehlt noch, die Spitzensterne. Jetzt. Ne, oder? Jetzt. Finde ich, ne? Also ja, hast du gehört? Was? Hast du aufgenommen alles? Ja, also bei Marcatura war viel schöner. Ist doch, die sind so, viele Kugeln da. So ist. Ne, und ich sage immer wieder, die Italiener haben einen besonderen Geschmack. Nein. Aus Italien. Hat jeder. Aus Italien. Ja. Der hat doch bedient. Ja.
Beim Ding draußen. Jetzt, ne? Buonasera, gell? Buonasera, buonasera. Buonasera, ja, genau. Du also kannst ja Italienisch. Ich kann Italienisch. Ich kann außer Schwäbisch. Ja, auch Schwäbisch. Außer Schwäbisch kann ich nichts. Ja, ich habe auch Schwäbisch gelernt. Wo ist das Problem? Den hier, wo wir besser ein bisschen Spende machen. Spende, ja. Vielleicht kann ich 50 Euro oder so. OB, es muss nicht viel sein. Mille grazie. Mehr habe ich nicht. Ja. Mille, 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 mille. Oh. Hört auf! Nein! Jetzt wird's auch! Oh. Oh. Aber morgen will ich mal ein paar Kugel sehen, ne? Nächstes Jahr. Wie nächstes Jahr? Also haben wir doch dieses Jahr schon nächstes Jahr. Weißt du? Weil ihr so spendabel seid. Ja. Wir gehen öfters jetzt durch die Stadt. Ja. Wenn der OB das Geld nicht nehmen will für Deko, okay. Ja. Dann geht es an Kinder. An bedürftige Menschen. Ja. Wenn es ankommt, ist nicht schlimm. Und er tut nachher zählen, dann super. Kommt es heute Abend. Er ist der Steuerberater. Das ist gut. Der ist Notar. 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 Super. Ich mache nur mit Notare. Wie sammelt er zählt? Nur Notare. Nur Notare. Aber ich kann auch zu euch mal reinkommen und dann können wir auch zählen. Das können wir auch machen. Ja. Wir sind ja immer wieder da. Super. Mille grazie, buona giornata. Danke, ja, grazie, oh. Ja, ich weiß jetzt auch wahrscheinlich, warum die Maske getragen wird. Die hast du wahrscheinlich öfters dann über die Augen drüber, wenn du rausschaust und den Weihnachtsbaum anschaust. Na, um Gottes Willen, so schlimm ist auch nicht. Ah, na. Alles klar. Danke. Schönen ja. Tag noch. Jo, ciao, tschüss. Ciao. Also, jetzt kommen wir mal da noch. Ich bin gerade an dem Baum drin. Wollen wir Spinnen nicht wieder? Also, der Herr ist noch. Ist noch. Dann gehen wir weiter und jetzt machen wir Feierabend. Jetzt, Feierabend, jetzt muss genau. Er zählen. Jetzt muss er zählen. Jetzt kommt der Notar. Also, jetzt kommen wir heute Abend zum Zählen. Gott, zum Zählen. Gott miteinander. Wer wird auch spenden? Also, wenn er ausgeraucht hat, das sind so ja, Corona, ja. Die Spende nicht. Ist, sind unsere griechischen Freunde unter notarieller Aufsicht lass doch die Zähler. Die Paparazzi, du, Paparazzi hier. Die Zähler, er muss das Geld zählen. Moment mal, findest du keine hübsche Frau? Guck mal, wo der Schuh ist. Was müssen wir, die alte Sacke hier? Ja, du musst nur rasieren, einen Minirock anziehen und dann bist du auch hübsch. Guck mal, da ist der Schuh. Du musst jetzt, wenn der aus, bitte zählen und dann nehmen wir es auf. Nein, nachher zu. Das mache ich dir. Nein, mach es vorne. Nein. Mach mir zwei. Komm. Bello, sei nicht so, ich bin doch nicht. Oder mach. Der kennt sich besser beim Zählen, der kennt sich besser. Ja. Ich kenne ihn doch. Ja, das kenne ich dir auch. Wegen dem sage ich dir so direkt. Ja, du bist mein Zähler, komm. So. Ja, ist alles da, komm. Also, Divo, bitte, mach das weg, bitte, weil ich. Hey, du fährst jetzt nicht zu. Wenn jemand jetzt etwas kaufen will, mein Chef hierher kommt, dann haben wir ein Problem. Chef, ich schaue. Nein. Ja, aber Divo, du hörst nicht zu, was war ich nicht gestern, wo die Chefin da war. Nein, aber weißt du, wenn jemand etwas kaufen darf, dann nicht der Betrag also. Ja, okay. Ja. Pass auf, der hat schon geschwind gucken. Ich soll gucken, ich bin doch keine Polizistin. Also, 10, 15, 20, 25. 26, 28, 29, das sind schon mal 30, wir liegen drüber. Also 30, 33, 35, 36, 38, 40, also 40, 43, 44, 46, 47, 49, 50. Wow, Mensch, 50. So, dann geht's weiter. 2, 3, 5. 7, 9, 10, 60, äußer 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68, 69 und die Bar 70. Wow. Und gestern haben wir 35 gehabt, sind wir schon über 100 Euro, 105 Euro. Cool. Leute, wir bedanken uns, wir machen jetzt Schluss. Wir machen morgen weiter auf dem Wochenmarkt und heute Abend könnt ihr es auch gucken. Stefan, danke dir auch jo, für die Regie. Also, danke. Tschüss.